RTCA 2022. Mann, hatte ich ein Bammel davor, dass das, was ich mir da ausgedacht habe, schief gehen könnte. Ein Wochenende mit 48 Leuten, die sich fast alle nicht kennen, 45 Bikes, ein Quad und insgesamt 21.000 Motorradkilometern. Mit diesem Video-Quickie möchte ich mich erstmal bei euch allen für das tolle Miteinander an diesem Wochenende bedanken. Ebenso möchte ich allen Helfern und Unterstützern, die am Spielfeldrand tätig waren, meinen herzlichen Dank aussprechen, insbesondere für Thomas. Du hast den Laden geschmissen, fürs Grillen gesorgt und auf die Zelte aufgepasst. Ohne dich, lieber Thomas, wäre ich wahrscheinlich hoffnungslos an diesem Wochenende untergegangen. Und die liebe Bettina von Gerzhoff, das war Plattdeutsch, die kümmerte sich ums Catering, alles lief absolut reibungslos. Sie war immer pünktlich da und das Essen war lecker und liebevoll zubereitet. Ganz lieben Dank dafür. Und die Kaffeemaschine war übrigens auch super. Herzlichen Dank auch an Getränke Schwarze für die reibungslose Versorgung mit den Getränken. Und dann natürlich noch für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und des Platz zum Zelten ein herzliches Dankeschön an den MTV Nordel. Und ich glaube, alle haben die Location toll gefunden und wir würden uns bestimmt freuen, wenn wir nochmal wiederkommen dürfen. So, und mit der weiteren Vertonung mache ich es mir jetzt aus Zeitgründen ganz einfach und gebe hier ein paar Feedbacks wieder, die ihr mir geschrieben habt. Es war ein tolles und gelungenes Wochenende und es war schön, mit so vielen anderen das gleiche Hobby zu teilen. Die Landschaft bei dir in der Ecke ist einfach toll und das Wetter hat auch super mitgespielt. Der Abschluss mit der Moorbahn war übrigens eine tolle Idee, ein wenig gelernt und gleichzeitig ein entspannter Abschluss. Und klar, die Anfahrt dahin mit ca. 40 Motorrädern war super. Und für das Team drumherum Daumen hoch. Wir Teilnehmer durften eine in Gänze fabelhaft organisierte Veranstaltung besuchen, die es in dieser Form mutmaßlich in Deutschland kein zweites Mal gibt. Alles war perfekt und genau im Sinne der Fahrer organisiert, wie es besser nicht sein kann. Top Location, Top Strecke, Top Verpflegung, Top Helfer, auch dafür ganz herzlichen Dank. Und vor allem, das sei auch noch erwähnt, hast du dich mit deiner Fahrerbesprechung bestens hervorgetan. Jedes Detail wurde angesprochen, nicht nur, wie man sich verhalten sollte, auch wie man sich auf der Strecke mit Flüssigkeit und Futter verpflegt, dass ausreichend Pausen gemacht werden und so weiter. Bei manchen 24-Stunden-Rennen war die Fahrerbesprechung kürzer. Ich kann dir und deinem Team nur von ganzem Herzen danken und freue mich jetzt ein ganzes Jahr, dass ich wieder dabei sein kann. Vielen Dank für das außerordentlich schöne Wochenende. Es hat alles gepasst. Tolle Strecken, super Organisation, klasse Leute und ganz, ganz viel Spaß. Besser geht nicht. Der nächste Termin für das RTCA 2023 steht schon fest in meinem Kalender. Das Event war so perfekt organisiert. Die Strecken einfach top, alles ohne Hektik oder Stress. Wetter wie gebucht, Essen war lecker, Bier süffig. Außer unserer Gruppe, aber auch von den anderen Teilnehmern, hat man nur Positives gehört. Auch Leute aus der Gruppe, die ihre ersten Erfahrungen auf Schotter hatten, waren begeistert. Das lag vor allem an den tollen Strecken, wo auch Anfänger gut üben konnten. Diejenigen mit mehr Erfahrung hatten dann mit mehr Tempo vorne trotzdem viel Spaß. Die Asphaltstrecken zwischendurch haben alles dann noch aufgelockert. Es gab ja auch immer was Tolles zu sehen. Durch die Pausenpunkte an Sehenswürdigkeiten oder Viewpoints hat man auch viel von der Schönheit der Gegend mitbekommen. Zuerst hatte ich etwas Bedenken, dass im Vergleich zum Vorjahr das Event durch die hohe Teilnehmerzahl an Flair verlieren könnte. Das war aber gar nicht so. Wenn du nächstes Jahr wieder ein RTCA organisierst, wäre ich gerne wieder dabei. Es war wirklich von A bis Z eine perfekte Organisation und ich würde mich freuen, wenn du meinen persönlichen Dank an alle Helfer, Unterstützer und Möglichmacher weiterleiten würdest. Das habe ich hiermit gemacht.
Ganz beeindruckt war ich, mit welcher Leichtigkeit du den Flohzirkus gebändigt hast. Respekt dafür. Ich freue mich auf das kommende Jahr. Mein größter Dank gilt aber dir. Denn ich weiß, dass du unheimlich viel Zeit und Aufwand investiert hast. Allein die Route und das viele Abfahren und Überprüfen. Man kann nur ahnen, wie viel Arbeit das insgesamt gemacht hat. Dafür vielen, vielen Dank. Es war uns eine Ehre, an diesem Event teilnehmen zu dürfen. Du hast es geschafft, einen über 70-jährigen gestandenen Burschen wieder Lust aufs Zelten zu machen. Wir waren eine gut harmonierende Gruppe und stehen in einer WhatsApp-Gruppe in Kontakt. So entstehen neue Freundschaften. Dir und all deinen Helferlein, von uns bemerkt oder nicht, unseren Dank, und natürlich würden wir auch gerne im nächsten Jahr wiederkommen. Ich wollte mich für das super Wochenende bedanken. Von der Vorbereitung bis zur letzten Minute hat alles gepasst. So wie ich hatten bestimmt auch alle anderen mächtig Spaß. Nur mit dem Wasser hast du ein wenig übertrieben. Als wir hier am Sonntagmorgen zu unserer letzten Ausfahrt mit allen Motorrädern zur Moorbahn starten, muss ich sagen, hatte ich echt ein bisschen Gänsehaut. So viel positives Feedback von euch. Und dann plötzlich 40 Motorräder im Nacken in einem Korso durch meinen Ort, wo ich aufgewachsen bin. Das war schon irgendwie ein irre Gefühl. Bevor ich mich jetzt auf mein nächstes Motorradabenteuer begebe, bedanke ich mich bei euch für eure Teilnahme und freue mich, dass wir das Ganze noch mit einem guten Zweck verknüpfen können. Also hat es euch gefallen? Puh, und noch ein Gänsehautmoment für mich. Eure spürbar gute Laune und dieser Applaus. Ein Wahnsinn. Danke, danke, danke. Ich hoffe sehr, wir sehen uns bald mal wieder. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.